Hallo Leute, weiter geht's mit Total War Facho. Wir haben Zor besiegt gestern und versuchen jetzt die Provinz Zor wieder aufzubauen. Haben nochmal ordentlich Steine bekommen durch die Bestrebung und müssen uns jetzt überlegen, wo wir denn hier alles oder was wir jetzt überall hier aufbauen wollen. Also Zor selbst ist ja eine nahrungsproduzierende Stadt. Dann sollten wir, weil wir brauchen Nahrung, dort nahrungsproduzierende Gebäude bauen. Macht Sinn, oder? Da haben wir noch zwei Gebäude, die wir hier bauen können. Den Schmugglermarkt, der umso wichtiger wird, je mehr wir in die Krise reinrutschen. Müssen wir unbedingt bauen, den Schmugglermarkt. Da brauchen wir 3 Arbeiterschaft, 5 haben wir. Gönnen wir uns. Und dann reicht es von der Arbeiterschaft her schon nicht mehr für die Chateau-Farm. Bezirk der Steinmetze und den Obelisken. Noch mehr Legitimation. Wow, der kostet 800 Steine. Aber hier. Bezirk der Steinmetze. Metze. Den können wir uns noch gönnen. Und jetzt haben wir nur noch 300 Steine ungefähr übrig. Für Außenposten. So schnell geht's, Leute. Das ist schon krass. Dann lasst uns die Außenposten mal noch anschauen. In so, wie ist denn die Verteilung hier? Ägyptischer Handelsposten und eine Zwischenstation. Das ist der Handelsposten. Wo ist denn die Zwischenstation? Ach, da oben. Da ist das noch frei. Ja. Zwischenstation, Handelsposten. Was bauen wir hier noch? Wahrscheinlich einen religiösen Außenposten. Oder ein ägyptisches Monument. Lass mal das Monument bauen. In Zor haben wir einen Beobachtungsposten. Können wir zur Not lassen. Muss aber nicht unbedingt sein. Handelsposten und Zwischenstation. Das muss sein. Tempel des Aton. Ja, kostet 200 Steine. Können wir uns gerade noch so leisten. Ihr wisst, wir sparen ja auf die auf das eine Gebäude in Arshed Aton und seht hier. Zorn Ägyptens. Der hat noch einen Fertigkeitspunkt. Den hier. Den wir verteilen müssen. Das war's. Runde beenden. Ja. Ramses ist Prätend. Er greift nach der Krone. Hat Krieg gegen Tausret. Also ist er Bürgerkrieg. Wenn das seine einzige Armee ist, wird es lächerlich, Ramses. Ich hoffe, du hast da noch was in der Hinterhand. Wir haben auch keine Truppen Amemnesis gesehen, die gegen Tausret vorgehen. Der will 13 mal Bronze. Wir bekommen von ihnen 164 Steine pro Runde. Also das ist ein spitzenmäßiges Angebot. Auch wenn wir die Steine im Moment nicht unbedingt brauchen, aber das, da kannst du nicht Nein sagen. Nehmen wir gern an. War das schon immer so, dass die Farben dann so zu sehen sind? Eigentlich nicht, oder? Habe ich irgendwo drauf geklickt? Wahrscheinlich. Hm. Ach nee, ich bin zu nah rangezoomt, oder? Ja, keine Ahnung. Jetzt schippert er wieder nach Norden, der Napata-Typ. Vielleicht sollte man versuchen, mit dem
einen Nicht-Angriffspakt zu schließen, weil wir haben noch, wir könnten noch Hetchai angreifen und halt Nubet, wo wir uns mit Napata anlegen. Oder wir riskieren halt jetzt einen richtig großen Krieg gegen Napata. Aber das Ding ist, warum sollten wir das tun? Der schippert immer bis Arshed Aton und dann schippert er wieder zurück. Trotzdem habe ich Schiss, dass er Arshed Aton belagert. Stufe 1 Einheiten. Also 2. Den Rest sehen wir ja leider nicht. Wir müssen uns die Armee dann mal anschauen, die er da bei Arshed Aton gebunkert hat. Also, irgendwas hat er vor. Das ist der Nubet, der halt auch mit auf unserer Wunschliste steht. Hetchai, Nubet, Napata. Genau ihr. Hetchai. Ja, die ganzen Eindringlinge da. Am Hof ist Wissen Macht. Einverständnis geben? Zu was denn? Wir verlieren eine Hofaktion und deckt alle Komplotte am Hof auf. Nö, das lehnen wir ab. Ist uns komplett uninteressant, wer wem da irgendwas reinwirken will. Das ist uns wirklich komplett Rilleralle. Also, solange es uns nicht betrifft. Tauschabkommen ist abgelaufen. Mit Shemenu. Das sieht mir fast so aus, als wäre das ein Nahrungshandel gewesen. Kann aber auch Stein gegen Gold gewesen sein. Wir können es uns aber einwandfrei anschauen. Hier oben, Schatzkammer, abgelaufene Tauschabkommen. Ja, ich hatte es schon befürchtet als allererstes. Es war wahrscheinlich Nahrung und so ist es auch. Die haben uns richtig viel Nahrung gegeben. Gut, wir haben denen auch richtig viel Gold gegeben. Schwierig, was wir machen. Aber ich glaube, wir brauchen... Klar, das Gold brauchen wir halt für dieses großartige Gebäude in Arshed Aton. Aber wichtiger ist Armee. Bin ich der Meinung, wir sind bei Weitem hier noch nicht safe. Noch lange nicht. Deshalb brauchen wir nochmal genau das gleiche Abkommen nochmal. Na, der Kronprinz wendet sich erneut an mich. Hab's befürchtet. Wollen sie nicht mehr. Brauchen aber Gold. Aber die haben nicht mehr ganz so viel Nahrung. Vielleicht können wir ein ähnliches Abkommen aushandeln, bloß halt nicht so viel Nahrung bekommen. Tauschabkommen brechen? Nee, nee, nee. Tauschabkommen. Ihr bekommt, ich sag mal, 50 Gold. Ihr braucht ja nach wie vor Gold. Halt, andersrum. Wir geben euch natürlich das Gold. So, und ihr gebt uns dann dafür Nahrung. Also, der hattet uns 1100 für 100 gegeben. Ja, dann sollten wenigstens 550 rausspringen. Tut's aber nicht. 500. Ja, wisst ihr was? Dann erhöhen wir das so. Dann gebt ihr uns halt noch ein bisschen Steine. Halt, 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 das war ein bisschen viel. So. Machen wir doch glatt. Eine wunderbare Übereinkunft. Das sehe ich auch so.
war uns eine Ehre. Hofaktion. Hatschen wir noch ein bisschen. Es war klug von euch, zu mir zu kommen. Meine Freundschaft ist wertvoll. Keulenträger wurden fertig. Bau des Wesirs wurde in Ashet Aton fertig. 3 Arbeiterschaft. Das reicht nicht. Also wir wollen das ja hier bauen, die großen Archive. Und das bedeutet, wir müssen Arbeiterschaft hier sparen. Tun wir auch. Bronzekomplex, jawohl. Dann heißt sie ebenfalls Arbeiterschaft sparen. Und dann sind wir wieder bei Zor. Zufriedenheit geht langsam nach oben. Aber wirklich langsam und auch die Arbeiterschaft geht auch wirklich richtig langsam nach oben. Steuerverwaltungszentrum. Wir halten noch so eine Variante. Wir haben keine besonderen Bogenschützen hier mit der Fraktion. Streitwagenwerkstatt müssen wir irgendwo noch bauen. Das ist ein Nahkampfstreitwagen. Können wir das eigentlich in Hardai bauen? Ne, da ist alles voll. Das wäre dann noch so eine Variante. Das war das. Ah, das ist aber auch... Oder wir reißen hier was A weg, aber wir können ja nichts wegreißen, ehrlich gesagt. Radwache. Oder wir machen es wirklich so, dass wir unten im Süden dann Streitwagen ausbilden. Ich glaube, das würde noch mit am meisten Sinn machen. Aber wir können es uns nicht leisten, weil wir nicht genügend Arbeiterschaft haben. Ach Mann, diese Arbeiterschaft, Wachstum der Arbeiterschaft, das könnten wir nochmal raushauen. Haus der Hebamme. Kurzzeitig wenigstens, wisst ihr? Dass wir halt mehr Arbeiterschaft bekommen. Das Problem ist aber halt auch, wir produzieren halt auch so wenig Leute. Ihr seht es ja hier, weil die Zufriedenheit komplett am Boden ist. Im Laufe der Zeit wird sich das ausgleichen, deswegen... Das eigentlich... Na, wobei, komm. Ja, 4 Runden. In 4 Runden sind wir doch auch schon hier, oder? Na gut, das kann sich schon eine Weile ziehen. Bis wir hier oben sind, dauert das eine Weile. Kommt, Haus der Hebamme mal noch mit raushauen. Das wäre halt dann auch noch eine Variante hier. Schwierig, schwierig, schwierig. Das müssen wir aber auch noch bauen. Ach Mann. Eins nach dem anderen. Dann lasst uns jetzt mal noch die Außenposten angucken, die wir bauen können. Nur noch in Shepsuab. Da sind wir gerade. Da haben wir einen Beobachtungsposten, einen Handelsposten. Wir würden ja weitergehen Süden vormarschieren. Das bedeutet,
brauchen hier auch noch eine Zwischenstation. Also nach Süden oder nach Osten. Ihr wisst ja, Hedgeye. Ne, kein Wirtschafts- und Verwaltungsaußenposten. Zwischenstation hier. Genau. Und den Beobachtungsposten reißen wir ab. Und bauen dann noch den Schrein hin. So machen wir das. Alles klar. Dann lasst uns mal. Ich will in die Schlacht ziehen. Uns um die Generäle kümmern. Du marschierst gen Süden. Ist das ein Handelsposten? Nein, Schrein des Atan. Da ist ein Handelsposten. Besuch mal bitte den. Bereit für den Kampf. Dass das erhöht wird. Ah, wir kommen nicht ganz bis nach da unten. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, nützt nichts. Vorwärts für Ägypten. Wir sind den Göttern unsere Anbetung schuldig. Wir wollen ja mit zwei Armeen angreifen. Und der gute Seti. Für die Eroberung geboren. Ist auch komplett bestückt. Du marschierst mal bitte nach Sor. Und wartest da auf deinen Kollegen, den guten Paru. Irgendwas vergessen hier? Eigentlich nein. Merneptas Erbe. Und mit ein bisschen Glück kommen wir zurück nach Sornach. Kommen wir. Perfekt. Geht auf den Mauern Streife. Sehr schön. Bereit, Blut zu vergießen. Ein Mann frei hier. Dann wären wir bereit, eine neue Armee auszuheben, Leute. Unsere dritte. Natürlich in Hardai. Die haben beide die gleichen Stats. Chenepu oder Amanapa. Amanapa geht mir irgendwie flüssiger von den Lippen. Dann nehmen wir Amanapa. Stolzer Sohn Ägyptens. Für den Ruhm des Pharaos. Na dann. Rekrutieren, rekrutieren, rekrutieren. Ja, Stufe 4 Einheiten. Stufe 5 Einheiten halten wir uns mal zurück. Wir wollen ja wahrscheinlich auch schlussendlich dann irgendwann so eine Elite-Armee haben, die unter Seti dann laufen wird. Aber sind wir noch meilenweit entfernt. Muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Die einzigen Stufe 4 Einheiten, die wir halt hier rekrutieren können, sind nach wie vor nur diese axtkämpfenden Kriegsveteranen, die hier. Ja, was soll's, es nützt ja nichts. Wenn es die einzigen Einheiten sind, Stufe 4, die wir haben, dann nehmen wir die halt. Klar, wir könnten auch Stufe 5 Einheiten reinholen, aber Problem ist, dass die halt auch ordentlich Gold kosten und irgendwas brauchen wir auch noch zum Handeln. Deshalb erstmal weiter auf die einberufenen Kämpferveteranen setzen. Und die unterägyptischen Streitwagen. Weil Bogenschützen haben wir auch nur in Absülzen. Gemeinsam sind wir stark. Ich bringe euch alle auf Linie. 7 können wir hier schon rekrutieren. Das ist Hammer. Schwäche wird nicht geduldet. 1400.
Und dann machen wir nämlich schon Minus an Nahrung. Wir brauchen mehr Nahrung. So sieht's aus. Was könnten wir denn noch raushandeln? Bronze können wir nicht abgeben, Holz können wir nicht abgeben. Steine. Zur Not könnten wir noch Steine handeln. Brauchen noch mehr Nahrung. Rakotis. Im Namen der Pflicht. Ja, brauche aber keine Steine. Wir würden trotzdem ganz gern mit dir verhandeln, mein Freund. Willkommen, mein Freund. Das sollte interessant werden. Du sagst auch Freund zu uns, das ist natürlich nett. Wir waren auch bereit, 50 Gold dir anzubieten. Und wie sieht's denn aus? Gibst du uns 500 Nahrung? Nö. Macht er nicht. Bisschen Holz meinetwegen noch. Ja, komm. Machen wir so. Das sind auch wieder 3 Einheiten, die wir uns dann gönnen können. Der hätte sogar noch mehr zu verhandeln, aber. Also noch mehr Nahrung, die er uns anbieten könnte, aber. Sehen wir erstmal noch von ab. Und wir können Amanapa weiter. Was heißt weiter? Wir können den überhaupt erstmal ausrüsten. Hä? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wo macht man das? Ja, hier macht man das. Nicht. Doch, hier macht man das. Gewöhnliche mittelschwere Rüstung. Wir warten aber erstmal, was gibt es denn für eine Waffe? Keine Fernkampfwaffen. Hier würde er Schaden verlieren, aber Rüstungsdurchdringung gewinnen, so wie ich das sehe. Gewöhnlicher Speer, Schaden gegen große Feinde, gewöhnliches Schwert, Wurfspeer. Bonus gegen große Feinde. Na gut, aber es ist ein ungewöhnliche Waffe, von daher nehmen wir das mit rein. Wobei, Fähigkeit Schanze. Was macht das? Immun gegen Flankieren. Entfernt alle Angriffsboni eines Angreifers, der diese Einheit aus der Flanke oder von hinten angreift. Ja, okay, komm. Lass mal. Dann kriegst du noch eine mittelschwere Rüstung. Dadurch wirst du langsamer, aber so ist es halt. Schild haben wir keinen. Reittiere haben wir auch keine mehr. Market Dender. Duelland. EP pro Runde, okay. Ach, nur für Scheppisch-Einheiten und Schwertkämpfer. Das geben wir unserem Seti. Chance auf Unterstützungsraub. Ich weiß es nicht, was es ist, aber wir geben sie. Dann lasst mal zu Seti gehen. Er hat Zufriedenheit für die Provinz, bringt er mit. Ach, und er bekommt schon für Speerträger, für Einhandspeerträger und Zweihandspeerträger bekommt er EP. Wir haben keinen einzigen Speerträger in der Armee drin. Aber der Hinterhaltabwehr ist plus 20%. Dann lassen wir das mal. Aber wir werden ihm hier den Duellanten geben. Shebesh-Einheiten und Schwertkämpfer haben wir alles.
Ich glaube, Rüstung hat nur dem keine gegeben, weil das irgendwie nicht mit dem hier übereinging oder mit dem Bogen irgendwas war. Dann machen wir das so. Genau. Ja, das ist eigentlich auch versorgt und hier können wir ihm noch eine Tänzerin zukommen lassen. Verschiedene Objekte, Gefechtsbeute 20%, Aura-Größe dieser Armee, Gefechtsbeute, was hat denn der gute See, die Gebetsdauer und ja, der Verschleißschaden ist schon wichtig, ach nee, Tiefsee, aber Nahrungsunterhalt, das ist wichtig, Gebetsdauer ist nicht ganz so wichtig, dann geben wir ihm lieber die Gefechtsbeute noch, weil er ist ja unser, er bekommt unsere beste Armee, mit dem wollen wir die meisten Kämpfe machen. Dann bekommst du den kleinen Altar. Jetzt sind wir aber wirklich fertig für die Runde, oder? Sonst noch irgendwas? Nö. Runde beenden, Runde beenden. Das ist nicht dein Ernst, Ramses. Das wird nix. Mit 6 Einheiten. Das sind alles Stufe 1 Einheiten. Na gut, der Bogenschütze ist Stufe 3. Oh ne, hier hat er auch noch einen mit Schauschwertkämpfer. Aber das sind Stufe 1 Einheiten. Das ist Wahnsinn. So eine Mini-Armee gegen unsere werte Frau Gemahlin zu ziehen. Das ist Irrsinn. Der geht echt an Land, ne? Ja. Da kommen nochmal 4 Einheiten hinterher. Das ist ein Witz. Darüber lacht die gute Tausret. Wir haben mit niemandem Krieg. Wir können das hier beschleunigen. Napata zieht weiter nach Norden mit der Armee. Mhm. Dann lass mal versuchen, mit dem einen Nichtangriffspakt zu machen. Mit den Napata. Horusgeleit ist. Ja, fremder Eindringling, das ist der Ramses. Gebäude und Einheiten, das sind halt 7 einberufene Kämpfer-Veteranen hier, die wir rekrutiert haben. Büro des Aufsehers wurde fertig und ein ägyptischer Beobachtungsposten. Hof geht zur Sache. Das gucken wir uns noch an und wir testen es mal. Oh, was ist denn hier los? Da kommen schon, seht ihr mal. Da kommen diese. Die zeigt es nicht an als Eindringlinge? Muss ich nicht verstehen, oder? Den Ramses zeigt es an, den aber nicht. Hm. Vielleicht, weil wir mit dem Ramses keinen Krieg haben. Einheiten, Stufe 1 Einheiten. Wir sind ja mit einer Armee da nach unten hin unterwegs. Die Schlacht ist meine Bestimmung. Hatten wir vergessen, nachzuschauen, was das für Einheiten sind. Aber wie einige Stufe 1 Einheiten da bei dem Napata mit drin. Wir rätseln halt immer noch, was man macht. Mich würde es natürlich auch reizen, den Napata anzugreifen. Sollen angeblich stärker sein. Das Problem ist, wir können, wenn wir Napata angreifen, können wir hier nur 2 Provinzregionen angreifen. Napata selbst, also das Kernland, muss übelst weit im Süden sein. Die stammen ja aus Nubien. Vielleicht ist es auch hier da hinten. Wir wissen es halt nicht. Wenn wir Hedjai angreifen, bekommen wir eine komplette Provinzregion. Wenn wir Nubet angreifen, bekommen wir eine komplette Provinzregion. Wenn wir Napata angreifen, bekommen wir nur 2 Provinzregionen. Also, ja, ich verwechsel das immer. Provinzregionen sind die
Gebiete in den Provinzen und Provinz ist, besteht aus drei, meistens aus drei Provinzregionen. Und hier ist es halt so geregelt, also hier ist es halt so, dass noch eine Provinzregion von dem Gebiet hier, was Napata kontrolliert, noch von Miam kontrolliert wird. Wir haben ein gutes Verhältnis zu denen. Aber ich denke, wir haben auch zu Het Shai und zu den Nubet ein gutes Verhältnis. Ja, das Verhältnis zu den Nubet verschlechtert sich. Und was, wie sieht es denn bei den Het Shai aus? Da haben wir ein gutes Verhältnis. Och, ist das schwer, Leute. Also wir müssen nicht jetzt irgendeine Entscheidung treffen. Aber es wird trotzdem schwer. Krieg haben die beide nicht, Het Shai nicht und auch nicht die Nebai. Also ich werde meine Nubet. Heimat verteidigen. Ihr seht es ja hier. Außer halt gegen die Seevölker oder irgendwelche anderen Nomaden oder ja, gegen andere Nomaden. Und ebenso Napata. Der ist zwar mit die einer Schlacht großen ist meine Anzahl Bestimmung. An Truppen. Ihr seht es, wo das ist. Hier unten im Süden ist das. Mit einer großen Anzahl an Truppen unter Tausret, krass. Mit einer großen Anzahl an Truppen hier nach Norden unterwegs, aber. Ha. Unentschlossen wie eh und je hier, der olle Sahadum. Mal gucken, was wir machen, Leute. So, jetzt habe ich noch so lange gequatscht, dass wir über 31 Minuten gekommen sind. Wir sehen uns ja morgen wieder und dann müssen wir uns auf jeden Fall erstmal hier um die Libu-Eindringlinge kümmern. Und dann sehen wir weiter, wer es werden wird. Het Shai. Nubet. Oder Napata. Krass, wie weit Tausret hier schon in den Süden vorgedrungen ist. Dass die denen hier noch nicht den Krieg erklärt hat, wundert mich aber auch. Oder hat die schon Krieg gegen die Korkor und Dungul? Wissen ist Macht. Nö. Ah ne, das sind wir. Hier, Ramses gegen Ramses. Phrygische Eindringlinge. Setnacht. Gar nicht gegen Amelnesse, doch hier. Gegen Amelnesse hat sie auch Krieg. Das ist ja dieser Bürgerkrieg halt. Aber nicht gegen die zwei Staaten, die ich gerade erwähnte hier. Korkor und Dungul. Sollte sie aber machen. Gut, dann müsste sie halt auch Miam noch angreifen. Miam ist hier. Das sind alles noch leckere Gegner, die wir uns hier gönnen können. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wem wir angreifen, von den drei Königreichen, die ich genannt habe, wird es wahrscheinlich Nubet oder Het Shai werden. Genau. So ist der Plan, Leute. Aber es kann sich natürlich alles wieder ändern, ihr wisst. Das kann bei Total War Pharao und vor allem bei eurem guten alten Sahadum sich ganz schnell ändern. So, aber jetzt ist wirklich genug gequatscht, ey. Meine Fresse. Da ballert ja wieder hier Wörter raus ohne Ende. Natürlich die Anzahl, nicht die Qualität, nur die Quantität zählt. Scherz. Freunde der Nacht, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz wichtig, lasst ein Abo da. Motivation und es geht natürlich auch darum, dass ihr kein Video verpasst hier auf dem Kanal. Denn viele, wie also einige Videos kommen ja auch komplett unangekündigt raus, wie irgendwelche angespielt oder so. Das mache ich absolut spontan und wäre schade, wenn ihr da irgendwas Schönes verpassen würdet. Also Abo dalassen. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Total War Pharao. Bis dahin, bye bye. Euer Sahadum.